Willkommen zu unserem Video über die Zener-Diode. Die Zener-Diode ist eine spezielle Diode, wie wir gleich erkennen werden. Und zwar zeichnen wir als erstes gleich einmal ein Koordinatensystem wieder auf und zeichnen die Stromspannungskennlinie unserer Zener-Diode auf. Was heißt das so? Wir brauchen also wieder hier eine senkrechte Achse für den Strom und eine waagrechte Achse für die Spannung. Wir wissen schon, wenn wir eine Diode entsprechend beschreiben wollen, dann haben wir hier unseren Vorwärtsbereich, das heißt, wir haben also UF, haben hier unseren Vorwärtsstrom, IF, hier unseren Rückwärtsbereich, also UR, und hier unseren Rückwärtsstrom. Jetzt haben wir hier noch Pfeile dazu, IR. So, das ist also die Bezeichnung der vier Quadranten einer normalen Diode. Und wenn wir jetzt eine Kennlinie zeichnen, na, dann wissen wir, wir haben also hier einen bestimmten Wert, bei Siliziumdioden normalerweise 0,7 Volt. Und wenn wir hier also von 0 weggehen, wird also Folgendes passieren. Hier wird also wenig Strom fließen und ab 0,7 Volt wird also hier der Strom rapide zunehmen. Das kennen wir. Und wenn wir jetzt in die negative Richtung gehen, dann wird Folgendes passieren, dass wir irgendwo hier hinten ein UR Max erreichen. Und bei diesem UR Max wird also die Diode irregulär abreißen. Das heißt, wir können eigentlich nichts tun. Die Diode wird zerstört werden. Bis dorthin allerdings wird sich relativ wenig abspielen. Das ist also das Kennlinienfeld einer normalen Diode. So, zeichnen wir jetzt die Kennlinie einer Zener-Diode ein. Im vorderen Bereich wird sich die Kennlinie der Zener-Diode nicht unterscheiden. Das heißt also, hier haben wir tatsächlich auch wieder einen ähnlichen Verlauf. Aber im hinteren Bereich gibt es hier jetzt einen kontrollierten Durchbruch. Das heißt, wir können jetzt für verschiedene Spannungen diese Diode kaufen und diese Werte hier hinten werden als UZ bezeichnet. Das ist also die Zener-Spannung. So, wenn wir jetzt die Zener-Spannung erreicht haben, gehen wir mal hier zum mittleren, dann wird die Diode kontrolliert durchbrechen und wird also bei einer bestimmten Zener-Spannung eben den Strom in Rückwärtsrichtung aufbauen. Und hier in diesem Bereich nennen wir das IR nicht mehr IR, sondern das ist der Zener-Strom IZ. Also IZ. So. Der Zener-Strom. So, wie kann man jetzt so eine Diode einsetzen? Wofür kann sowas gut sein? Naja, wir wissen, in diesem Bereich war eine Gleichrichter, aber hier hinten haben wir eigentlich nichts anderes bis jetzt durchgeführt. Schauen wir uns als nächstes einmal das Schaltzeichen einer Zener-Diode an. Das Schaltzeichen einer Zener-Diode basiert wieder auf dem Zeichen einer normalen Diode. Und hier haben wir dann auf der rechten Seite in Durchlassrichtung einen Haken und das ist die Zener-Diode. So, wozu kann man jetzt so eine Zener-Diode brauchen? Naja, zwei Dinge drängen sich auf. Einerseits könnte ich einen parallelen Verbraucher schützen. Stellen wir uns also vor, wir haben einen Verbraucher, der nur 5 Volt aushält und es kommen Spannungsspitzen daher über 5 Volt, dann könnte ich doch diesen Verbraucher durch eine Parallelschaltung einer Diode schützen. Na, probieren wir mal sowas zu zeichnen oder beziehungsweise schreiben wir das nur einmal auf. Das heißt, wir könnten also das erstes einmal machen. Wir haben also eine U-Begrenzung. Also eine Begrenzung der Spannung. Wie könnte das ausschauen? Naja, wir brauchen eigentlich nur eines tun. Wir brauchen hier unsere Zener-Diode. Wir brauchen hier parallel unseren Verbraucher. So, das ist unser RL. Und wir wissen jetzt, die Spannung an der Zener-Diode wird also weitestgehend einmal überhaupt keine Änderung bewirken. Und wenn die Spannung hier ansteigt, naja, dann wird diese Spannung hier festgehalten, es beginnt ein Zener-Strom zu fließen. Das heißt also, wenn wir jetzt hier sagen, okay, unser UZ hier
ist zugleich unser URL. Da haben wir eines gemacht, wir haben also die Spannung am URL begrenzt. Das funktioniert so lange, bis diese Diode hier nicht überbeansprucht wird. So, und das zweite, was wir uns anschauen wollen, ist also die sogenannte Spannungsstabilisierung. U-Stabilisierung. Wo brauchen wir eine Spannungsstabilisierung? Erinnern wir uns an den Gleichrichter. Beim Gleichrichter selbst schauen wir uns mal an, wie so eine Spannungsform ausgesehen hat. Wir haben jetzt hier die Zeitachse, hier die Spannungsachse oder die Amplitude. Und wenn wir jetzt eine Gleichrichterspannung uns ansehen, dann könnte das doch so ausschauen. So. Dass am Anfang mit dem Sinus die Spannung am Kondensator ansteigt, das sieht man schon. So. Dann hat sich das Ganze auf den Maximalwert vollgeladen. Dann entlädt sich der Kondensator, dann lädt er sich wieder voll. So, und dann entlädt er sich wieder. Und das wird also fortwährend so gehen. Das heißt, wir haben also hier nichts anderes als eine pulsierende Gleichspannung mit einem gewissen Spannungsrippel. Das heißt, wir haben also hier dieses U von T oder UC, schreiben wir das für den Kondensator. So, und das ist nicht so schlecht, aber in Wirklichkeit eine Gleichspannung ist das nicht. So, was können wir jetzt tun? Wir wünschen uns eigentlich sowas. Wenn wir hochfahren, na, da können wir nichts dagegen tun, soll also im Prinzip der Spannungszug bis hierher gehen. So, und jetzt brauchen wir aber eine konstante Spannung für unsere Last, die eine konstante Leistung eben entsprechend entwickeln will. Das wäre unser Wunsch. Also Last hier wäre unser U-Last, schreiben wir. So was wollen wir. Ja, das könnte man doch so sehen, diesen Rippel, den wir hier drauf haben, den müssen wir praktisch wegschneiden. Wir müssen also diese Spannung stabilisieren, damit wir hier unten eine Gleichspannung hinbekommen. So, wie können wir das jetzt tun? Probieren wir eine Schaltung zu entwickeln. Gehen wir also von unserem Verbrauch aus. So. Wir haben also hier unseren Verbraucher RL. Und bei diesem Verbraucher fordern wir ein konstantes URL. So, wir brauchen als unser Verbraucher eine Zu- und eine Ableitung. Und jetzt wissen wir schon, wenn URL konstant ist, haben wir gerade vorher gesehen, eine 10er-Diode kann doch eine konstante Spannung zur Verfügung stellen. Das heißt, wenn wir also so etwas Ähnliches machen wie bei der Spannungsbegrenzung, wenn wir also dafür sorgen, dass wir hier eine 10er-Diode parallel schalten, dann müsste doch eigentlich dieses UZ, das sich an der 10er-Diode einstellt, wenn ein Strom IZ fließt, das müsste doch eigentlich eine stabile Spannung darstellen. Und diese Spannung könnten wir dann verwenden, damit wir hier unseren konstanten IRL fließen lassen und unsere Last entsprechend konstant ein PVRL entwickeln. Gut, wie können wir jetzt aber sicherstellen, dass wir hier dieses UZ tatsächlich erreichen? Na, dazu müssen wir uns noch einmal die Kennlinie anschauen. Zeichnen wir vielleicht noch einmal eine Kennlinie an der 10er-Diode. So. Brauchen wir also jetzt nur den Rückwärtsteil, das heißt die 10er-Diode wird immer im Sperrbereich betrieben, sie wird also immer verkehrt hineingeschaltet, also in die Sperrrichtung. Und jetzt wissen wir, dass diese 10er-Diode hier irgendwo bei dem von uns eingekauften UZ einen kontrollierten Durchbruch haben wird. Das heißt, zeichnen wir mal so her, hier wird sich praktisch nichts abspielen,
und hier fahren wir dann relativ steil nach oben. So, wir haben jetzt zwei Punkte, die wir anschauen müssen. Der erste Punkt, der wäre hier. Gehen wir mal davon aus, dass das sogenannte IZ-Max ist. Wenn wir mehr als diesen Strom durch die 10er-Diode durchlassen, haben wir ein Problem. Weil wir haben ja hier ein gewisses UZ und ein IZ, das heißt, wir haben hier auch ein gewisses PV der 10er-Diode, eine Verlustleistung. Und wenn wir über dieses raufgehen, dann ist das Maximum überschritten. Das heißt also, die 10er-Diode würde verglühen. Das wollen wir nicht. Wenn wir jetzt nach unten gehen, und wir gehen also jetzt praktisch immer tiefer und tiefer, und wir kommen hier herein, dann sehen wir eines, es gibt einen Knick. Das heißt, wenn der Strom unter einen gewissen Wert fällt, dann fällt auch die Spannung hier. Ja? Dann haben wir keinen stabilisierenden Effekt mehr. Das heißt, wir gehen also davon aus, dass wir also hier wieder einen Wert brauchen, das ist das sogenannte IZ-Min, der minimale 10er Strom. Der muss also gewährleistet sein, damit die Diode tatsächlich drin funktioniert. Und unsere Aufgabe wird es sein, eine Schaltung zu entwickeln, die bei unterschiedlichen Spannungen am Eingang, also wenn wir diesen Ripple anschauen, und bei unterschiedlichen Belastungen hier am RL, immer den Strom durch die 10er-Diode in diesem Bereich hier hält. Darf wieder drunter sein, dann fällt es raus, keine Stabilisierung mehr, also wenn es drüber geht, verglüht es. So, ja, was können wir da tun? Jetzt schauen wir mal an. Einerseits einmal können wir eine Quelle aufzeichnen. So, hier vorne. Eine Spannungsquelle und diese Spannungsquelle verbinden wir jetzt einmal vom negativen Pol her mit unserem Bezug hier von der 10er-Diode und wir können jetzt hier noch einmal eine Spannung einzeichnen, das ist unsere Spannung U. Diese Spannung U entspricht eigentlich im Wesentlichen, wenn wir uns das vorstellen, hier oben diesem UC von D. Ja, kann also, das schreiben wir hin, zum Beispiel ZB U C von T. Könnte sein. So, und jetzt wissen wir, wenn wir hier zum Beispiel diesen Ripple hier haben, na, dann müssen wir eigentlich eine Spannung abbauen, weil wir wollen ein tieferes Niveau erreichen. Ja, wie bauen wir eine Spannung ab? Eine Spannung können wir abbauen durch einen Vorwiderstand. So. Und der Vorwiderstand wird jetzt also ein URV abbauen. Wenn durch den Vorwiderstand ein IRV fließt. So. Naja, das Einzige, was wir jetzt noch zu tun brauchen, damit der Strom überhaupt fließt, wir brauchen also hier unseren Stromkreis noch zu schließen. Das heißt, wir haben also den Stromkreis geschlossen und haben jetzt hier eine vollständige Schaltung. Und wie können wir uns jetzt die Funktion dieser Schaltung vorstellen? Na, zweifach gehen wir mal die Grenzfälle dieser Schaltung durch. Schauen wir uns einmal den Fall an, was würde passieren, wenn wir den Fall A haben. Unser RL ist konstant. Und wir wollen natürlich auch unser UZ konstant haben. UZ, sonst würden wir ja keine Spannungsstabilisierung hinbekommen, ist konstant. Und unser U ist variabel. So, das wäre der erste Fall. Genau den, den wir oben aufgezeichnet haben. Ja, auf was müssen wir jetzt aufpassen? Dann schauen wir uns mal an. Wir haben hier, damit unser UZ konstant ist, unser RL ist konstant, das bedeutet also, unser IRL ist konstant, also daraus folgt, der Laststrom ist konstant. Schauen wir K hin. So, wenn der Laststrom konstant ist, dann, und wir brauchen also den 10er Strom, der 10er Strom muss also sein, der IZ muss also sein, kleiner als der IZ Max. Kleiner als der IZ Max. Und größer als der IZ Min.
schreiben wir mal IZ min. So, das sieht man. Drin muss es sich befinden. So, das bedeutet, der IRV, wenn wir den als Anzahl anschauen, der Strom durch die Zener-Diode, ist also nichts anderes als die Summe aus IZ plus IRL, was wir hier haben, und nachdem das hier konstant ist, wird also ein variabler Zener-Strom eine variablen Strom hier vorne bedeuten. Ja, und warum ist der Strom hier vorne variabel? Naja, der Strom hier vorne, der IAV, ist das nichts anderes als das U, das sich ja verändert, minus dem UZ durch RV. Also der ändert sich, damit ändert sich der. So, jetzt wissen wir also, was hier ändert. Aufpassen müssen wir, dass das Ganze in Grenzen bleibt. Später werden wir die dimensionieren in einem Folgevideo. Jetzt wollen wir nur mal diesen Sachverhalt anschauen. Der zweite Sachverhalt, der sich eben auftut, ist, wir haben also eine konstante Schaltspannung, B, machen wir mal so, das U ist also konstant und größer als UZ, das ist wichtig, und der RL, der ist variabel. So. Was haben wir jetzt für einen Fall? Na, wir wissen wieder, dass wir unseren Summenstrom, wenn also das U konstant ist und das UZ konstant ist, dann wissen wir, dass auch das URV konstant ist. Das heißt, URV ist nichts anderes als U minus UZ, das ist konstant, und der IRV, der ist nichts anderes als URV durch RV, nachdem die beiden konstant sind, ist er ebenfalls konstant. So. Und jetzt wissen wir aber noch eines, unser IRV, der ist nichts anderes als unser IZ plus unserem IRL. Und wenn der konstant ist hier, dann wird eine Veränderung am IRL, eine Veränderung am IZ bewirken. Und wieder müssen wir aufpassen, dass wir also unseren Zener-Strom wieder in dem Bereich halten. IZ muss also sein, schreiben wir es das so auf, größer als IZ min. Und kleiner als IZ max. Also diese beiden Fälle, die werden uns begegnen, die werden wir dann im Folgevideo entsprechend noch einmal analysieren und eine Schaltung dann dimensionieren. Also gehen wir das Ganze noch einmal durch. Eine Zener-Diode ist eine Siliziumdiode, die speziell im Rückwärtsbetrieb betrieben wird, also im Rückwärtsbereich betrieben wird, und zwar bei der sogenannten Zener-Spannung. Sie hat einen kontrollierten Durchbruch bei Spannungen, die wir entsprechend eben einkaufen können. Das Schaltzeichen ist eine normale Diode mit einem Querwinkel. Wozu dienen solche Zener-Dioden? Einerseits haben wir zur Spannungsbegrenzung, das heißt also, wenn eine Spannung eben an einem Verbraucher wachsen will und diese Spannung eine Grenze überschreiten soll, kann man eben entsprechend mit einer parallel geschalteten Zener-Diode diese Spannung auf UZ begrenzen. Das zweite, eine Spannungsstabilisierung, wo braucht man sowas? Naja, zum Beispiel bei einem Gleichrichter, wo wir wissen, dass wir eine gewisse Welligkeit durch den Spannungsrippel noch auf der Spannung drauf haben und wir brauchen an der Last aber eine konstante Spannung, so können wir das gewährleisten, wenn die konstante Spannung kleiner ist als die dargestellte Spannung. Das heißt, sie muss unter der blauen Kurve liegen. Na, wie können wir das aufbauen? Wir machen wieder die gleiche Schaltung wie zuvor. Wir legen die Zener-Diode parallel, damit die konstante Zener-Spannung unsere Last speist und damit einen konstanten Laststrom erreicht. Was müssen wir gewährleisten? Unser Zener-Strom muss also in einem Bereich sein, zwischen IZ-min und IZ-max, damit das kontrolliert geht, funktioniert. Ist er größer als IZ-max, wird unsere Diode verglühen. Ist er kleiner als IZ-min, wird die Stabilisierung versagen. Wie können wir jetzt das erreichen? Naja, wir bauen die überschüssige Spannung an einem Vorwiderstand ab.
So, und jetzt können wir zwei Betriebsfelder uns anschauen. Einerseits einmal RL ist konstant und die Spannung vorne variabel, was der oberen Zeichnung entspricht. Jetzt wissen wir, wenn der RL konstant ist und das UZ konstant ist und das U variabel ist, naja, dann wird auch das IRL konstant sein. Hier eine konstante Spannung, am Widerstand ist konstant. Wenn aber das URL, wenn wir uns jetzt das anschauen, ja, dieses URL, das ist ja nichts anderes als U minus UZ. Also URV, also dieses URV hier vorne ist nichts anderes wie U minus UZ. Wenn UZ konstant ist und U sich ändert, dann ändert sich auch URV. Wenn sich URV ändert, ändert sich auch IRV. Der ist konstant, der ändert sich, also muss sich IZ ändern. So, das wissen wir, der Strom durch die Zener-Diode ändert sich. Wir dürfen jetzt mit diesen Spannungsschwankungen nicht die Bereiche überschreiten, die wir vorher bereits skizziert haben. Wir dürfen nicht unter IZ-Min gelangen und nicht über IZ-Max. Der zweite Fall, den wir hätten, der Lastwiderstand ändert sich. Na, schauen wir uns oben an. Wir machen einen variablen Lastwiderstand, die Spannung ist konstant, vorne die UZ ist konstant, damit ist die URV konstant. Eine Variable hier bei einem konstanten Strom hier bewirkt eine Variable hier. Das heißt, wenn wir hier den Strom verändern, wird der Strom hier durch die Zener-Diode ebenfalls sich ändern. Und wenn der Strom hier oben konstant ist, sieht das so aus. Wenn der Laststrom 0 ist, wird der ganze Strom hier durchfließen. Wenn der Laststrom maximal ist, dann wird hier nur ein kleines bisschen für den Zener-Diode übrig bleiben und wir haben dafür zu sorgen, dass dieses kleine bisschen den minimalen Zener-Strom nicht unterschreitet, was wir dann in der Folge, im Folgevideo dann durchführen werden, indem wir so eine Schaltung ordnungsgemäß dimensionieren. Soweit zur Zener-Diode, zur Einführung. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.